Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Terra Nigma. Genau. Beim letzten Mal haben wir uns mit Mylinda oben an der Statue getroffen. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, was die Gute uns so zu sagen hat. Wir sollten in der Nacht wiederkommen, deswegen werden wir das auch schleunigst tun. Also, schlafen wir einfach. Ach ja, hier ist es ja umsonst. Richtig. So, im rechten Bett, glaube ich, war es. Nein, natürlich nicht. Ach, ein herrlicher Tag heute, nicht wahr? Schlaf jetzt los. Stehe ich 30 cm neben dem Bett, sagt er, ich kann nicht pennen. Aber wenigstens gibt es eine schöne Stofffigur und alle sind glücklich. Und wo ist eigentlich mein Handy hin? Gefunden. Okay. Und schaut mal an, es ist Nacht. Welch wunderschöne Farbenpracht man hier doch sieht. Und Tag und Nacht herrscht Karneval, aber das ist das Interessante für uns. Arg? Arg. Das kommt unerwartet. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Krista, all das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Ark. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Ark, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt. Du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich! Ja, wir sind hier leider nicht mal mehr zu Wort gekommen bei Mylin. Deshalb musste sie es leider auf diese Art erfahren. Aber es ist halt kein Geheimnis. Wie wir wissen, Mylin hat die Fähigkeit, Illusionen zu erschaffen. Und das hat sie soeben getan. Eine Illusion von Mylin. Quatsch, von Melina aus Krista. Wo sind wir hier? Zwitscher, fiep, 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 fiep. Zwitscher, fiep. Okay. Ja, wir können natürlich nicht mehr mit denen reden. Aber mal sehen, was passiert, wenn wir uns dennoch von dieser Möwe wegbringen lassen. Zwitscher, fiep, fiep, zwitscher, fiep, 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 fiep. Oh, jetzt komm. Wo bringst du? Oh, no. Krass, die legt eine ganz schöne Strecke zurück. Wo will die hin? Da ist es kalt. Grönland. Ja, und es sieht ganz danach aus, als möchte sie landen. Hatte ich jetzt nicht so vor. Also fliegen wir auch direkt wieder zurück. Grönland, ich glaube, dir geht's zu gut. Du fliegst hier in den Süden und ich hier, oder was? Nie, nie, nie. Tü-düm. Na komm. So kann man natürlich auch Videozeit vollkriegen. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, noch keinen Plan, wo ich jetzt gerade eigentlich hin will. Also letztlich gibt es noch einiges zu tun, was an optionalen Kram ansteht. Und ich will natürlich auch erst den ganzen Kram fertig machen. Haben wir eigentlich ein Foto in dieser Karnevalstadt gemacht? Bestimmt, ne? Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass wir das nicht so on the fly sehen können. Das können wir halt erst im Reisebüro. Aber okay, was soll's. Schön zu wissen, dass es hier jedenfalls eine Möwe gibt, die uns nach Grönland bringt. War mir auch gar nicht mehr bewusst. Oh, aber hier ist noch was. Taler, okay. Okay, das ist cool. Oh, hier ist noch was. What the fuck? Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst du spielen? Fertig? Los!
Ich laufe aber alle gegen. Wo muss ich denn hin? Und hör auf zu lecken, bitte, bitte, bitte. Danke, 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 danke. Was zum Geier ist denn da drüber? Da bin ich falsch. Oh, ich habe den Kaktus weggeworfen. Lalalalalalala. Lass mich bitte doch in Ruhe. Danke, schön. Das ist echt nicht von dir. Was? Oh, Nose. Bin ich schnell genug? Geschafft! Glückwunsch! 0 Minuten, 25 Sekunden. Toll! Besuch uns bald wieder. Krieg ich? Nein, so nicht. Mein Ziel ist auf der linken Seite. Hä? Wie, mein Ziel ist auf der linken Seite? Muss ich... Oh, bäh. Bäh. Depp, 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 depp. Nochmal spielen. Ich hoffe, ich finde es jetzt nochmal. Ich glaube, hier ging es nach unten zuerst, oder? Okay, wir müssen es wahrscheinlich unter 20 Sekunden schaffen. Ich könnte es aber hinkriegen. Ja, ich kann auch springen. Okay, das heißt, da sparen wir uns auch ein bisschen Zeit. Das war natürlich... Logo. What the fuck? Wie lange habe ich gebraucht? Wir geben auf. Glückwunsch. Nimm das versprochene Präsent an dich. Der Stein glänzt so geheimnisvoll. Ich hätte was vergessen. Keine gute Idee. Okay, wir haben den Kristall bekommen. An dieses Minispiel habe ich mich auch nicht mehr erinnern können. Aber okay. So, ich wollte im letzten Part aber eigentlich in die Sahara. Nur weiß ich blöderweise nicht mehr, wo diese ist. Und das gefällt mir nicht so wirklich gut. Hier unten, genau, gab es was zu kaufen. Ach, ist das blöd. Ich muss eigentlich... Ich kann mich überhaupt nochmal zurück. Ja, das hier finde ich ein bisschen blöd. Das wäre jedes Mal... Guyana. Guyana, da habe ich mich wohl immer verlesen. Naja, egal. Dass wir diesen Weg hier laufen müssen. Gott sei Dank ist der ganze... Oder dieses ganze Areal aber nicht allzu groß. Deswegen passt das schon. Gut, merken wir uns einfach, da unten ging es noch nach Grönland über diese Möwe. Beziehungsweise mit der Möwe können wir nach Grönland fliegen. Ist das hier die Sahara? Colorado. Ich wollte mal nachgeguckt haben, aber irgendwie habe ich es vergessen. What the fuck? Genau, hier war die Brücke, die gebaut wurde. Hier haben wir auch einen Kristall bekommen und eigentlich geht es doch relativ zügig. Das, ja. Ne? So, hier war Seeheim. Great Lake. In der Höhle weiß ich gar nicht. Einfach mal schauen. Waren wir hier schon mal? Servus. Ich warte gerade auf meine Verlobte Nana. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sie kommt zurück aus Liotto. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Haben wir hier noch was? Weil, wie ihr wisst, gut suchen rentiert sich in der Regel. Wind. Ah ja, genau. Hier gab es das Holz, das wir besorgt haben für den Brückenbau. Und ich habe leider echt keinen Plan mehr, wo eigentlich die Sahara ist. Also wenn ihr es noch wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe es nämlich wirklich vergessen. So blöd es auch klingt. Seeheim. Ja, weil... Warum eigentlich? Mal gucken. Hier war doch irgendwo noch ein Säufer. Hier, glaube ich, war Wills Bude. So. Und hier ist ein Mädel. Nein, bitte schlag mich nicht zusammen. Ich suche Will. Was? Du bist ein Freund von Perry? Das ist schön. Ich habe mich um Will gesorgt. Ist Perry sauer? Okay. Genau, hier haben wir das Blech bekommen. Mit dem weiß ich noch, was wir anfangen können. Okay, wir können das zwar wegschieben, aber das bringt eigentlich nicht viel, oder? Hol es weg. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ja, ich leider auch nicht. Aber auch das werden wir noch rausfinden. War es in Seeheim, wo die Kneipe war? Oder war es doch unten in Liotto? Oder war es Ahola? Ich glaube, es war unten in der Stadt und nicht hier. Deswegen gehe ich jetzt so schnell wie möglich schauen. Ja, der Matrose mit Schüttelfrost ist auch noch da. Ich bin echt total unvorbereitet in diesen Part gegangen. Das ist... Ist das schon größer geworden? Hä? Hä? Moment, Moment, Moment. Das... Ist kein bisschen größer geworden. Bäh. Wo ist Heinz? Wenn ich ihn immer brauche. Ich will wissen, ob es ja gewachsen ist oder nicht. Sieht mir aber gerade nicht danach aus. So, da laufe ich diesmal nicht raus. Irgendwo hier war eine Kneipe. Moment, hier. Genau, war Sam. Der wollte saufen gehen. Wir
Wir können vielleicht bei Perry mal vorbeigehen und sagen, dass wir die Kleine da gefunden haben. Der ist aber auch weg. Oh ja, bla. Ich laufe jetzt nochmal die ganzen Häuser ab. John, vielen Dank. Ja, da ist also auch nichts Neues. Ich weiß leider gerade wirklich nicht, wo ich hin soll. Ich könnte das ja natürlich kaputt machen, aber das bringt außer innerlicher Befriedigung kein bisschen. So, ja, hier gab es wohl einen Typofehler. In der Original heißt es wohl, wir wollen uns jetzt umziehen oder sowas. Und hier heißt es, wir wollen uns ändern oder so. Ich weiß es nicht mehr. Feinschmecker. Genau, haben wir leider nichts. So, gut, dann scheint es mir aber so, als wenn hier nichts gewachsen wäre. Kaufen möchte ich jetzt auch nicht, ins Innen möchte ich eigentlich auch nicht. Nö. Ja, ein Schiff fährt momentan nicht. In Seeheim haben wir uns umgeguckt. Da würde mir jetzt spontan nicht einfallen, wo wir noch hin sollten. Vielleicht müssen wir doch nach Grönland, könnte das sein? Ich gehe mich jetzt nochmal links umgucken. Ich weiß, dass ich in die Sahara muss. War das denn jetzt da, wo mein Linsdorf war? War das die Sahara? Ja, das könnte die Sahara gewesen sein. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich zu meinem Lin käme. Es gab mal irgendwo eine Brücke, die aus Tieren bestand. Aber ich glaube, das ist auch falsch. So. So, hier bin ich hergekommen, denke ich. Genau. Gibt es momentan echt einen Ort, an den ich nicht zurückkomme? Das kann ich ja schon fast gar nicht glauben. Aber es sieht mir echt danach aus. Ist dem wirklich so? Weil hier komme ich wieder, genau, über Colorado. Da drüben war nichts mehr, da bin ich mir nahezu sicher. Ich gehe jetzt noch einmal schnell gucken. Und ansonsten laufe ich den ganzen Weg zurück, wieder bis nach unten, um dann nach Alaska zu kommen. Wir können natürlich mal gucken, ob mittlerweile wieder Schiffe fahren. Das wäre nämlich ganz cool. Dann könnten wir vielleicht auch dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Ja, wie wäre es, wenn du einfach mal losfährst? Was hältst du denn davon? Es ist schön. Also ich muss sagen, eigentlich ist es mir sogar ganz recht, dass hier das Ganze so groß ist, dass wir internationaler Handel bringt. Genau. Dass wir nicht die Antwort quasi vor die Füße geschmissen bekommen. Ich finde das ehrlich gesagt doch ganz okay. Weil wir haben ja, wie gesagt, noch Optionen. Wir können ja jederzeit noch nach Grönland und vielleicht müssen wir das wirklich als nächstes. Wir haben sicherlich früher oder später noch die Möglichkeit, die anderen Orte auch nochmal zu bereisen. Ich gehe jedenfalls schwer von aus. Ich hoffe es. Und ansonsten mache ich irgendwie einen schwierigen Fehler. Okay, wie gesagt, ich werde mich wieder auf den Weg nach Grönland begeben. Schneide ich das? Nee. Wir haben zwar in dem Part nicht wirklich was erreicht, aber ist eigentlich scheißegal. Auch das gehört zu Terranigma. Naja, was wäre ein Rollenspiel, wenn es langweilig wäre und, ne, ihr wisst schon, das wäre uninteressant. Man spielt kein Rollenspiel wie einen Shooter, wo man denkt, ah ja, alles klar, ich muss links, rechts, geradeaus, lass mich runter. Genau, woher war links, rechts, geradeaus? Ihr wisst es alle. Und wenn nicht, shame on you. Gut, hier müsste schon irgendwo die Taube sein. Und zwar da drüben. Ja, eigentlich, wenn man es vom logischen Aspekt mal betrachtet, muss das richtig sein. Die Brücke da oben ist neu. In Lyoto konnten wir nichts mehr machen. Das heißt, vorher konnten wir diese Punkte hier alle nicht betreten. Das heißt, das wird schon wohl seine Richtigkeit haben, wenn ich jetzt nach Grönland fliege. Und selbst wenn es falsch ist, uns hindert ja nichts daran, auch wieder zurückzufliegen. Ah, kühl und erfrischend. Und ich nehme schon wieder so lange auf. Aber ist egal, ein bisschen mache ich jetzt noch. Ich laufe noch wenigstens in die nächste Stadt. Wenn es denn eine Stadt in Grönland gibt. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich gerade Trine 2 am Aufnehmen bin, zusammen mit Level 4 und Wishmo? Richtig schönes Spiel. Es macht so einen Bock. Es wird auch nicht lange dauern. Also wir sind gerade bei 10 Parts und ich habe leider das Gefühl, dass wir schon ziemlich nah am Ende sind. Aber es macht um einiges her. Außerdem haben sich viele von euch mal ein 3D-Projekt wieder gewünscht, mal was Aktuelleres in Anführungszeichen. Und euren Wünschen versuche ich natürlich, so gut wie es geht, nur gerecht zu werden. So.
Eisige Kälte und mit Schnee überdeckte Kontinente. Eigentlich nur einer. Aber die Auswahl, wo wir hingehen, ist nicht sonderlich schwierig. Hier, oder doch? Ich kann mir schon fast nicht vorstellen. Also es wird hier wahrscheinlich weitergehen, oder? Wenn es da oben. Oh ne. Dann war es sogar richtig. Cool. Oh, 960 Taler, die sind nicht zu unterschätzen. Ja, 7000, das ist schon einiges. So. Pinginea. Oh, what the fuck? Was zum Geier bist du? Moment, wir können mit einer Orchidee einen Pinguin glücklich machen. Ihr erinnert euch. Ja, machen wir das doch mal. Nimm ihn. Klop, 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 klop. Ah ja, wir können ja gar nicht mehr mit Pinguinen reden. Hier, dann klauen wir dem hier eben was. What the fuck? Kann ich hier echt so falsch sein? Nein, oder? Ja, krabbel raus. Pinguin. Ja, gut, ich meine, wir können mit. Ja, jetzt guckst du mich an. Glubschi glub. Huch. Wie soll ich sagen? Ich gehe dann mal. Glubschi glub. Wieso re. Glubschi. Glubschi. Hark verliert die Orchidee. Im Gegenzug erhält er den Mondstein des Pinguins. Natürlich! Selbstverständlich, klar. Okay, wofür brauche ich einen Mondstein? Vielleicht will der Feinschmecker den haben. Was? Glubschi glub. Okay, Bürgermeister Glub da oben, Glubschi glub. Ihr seid alles uneheliche Kinder von Tux, dem Linux-Pinguin. So, hier oben gehen wir noch rein. Legen uns ins Bett. Ja, vielleicht auch nicht. Okay, Leute, aber an der Stelle beende ich den Part. Ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Terranigma und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi!